Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play, der letzten auf Zelda, Link's Awakening. Hi. Ja, Sam ist auch wieder da, wie immer. Ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Freunde. Link versucht gerade zu fliegen, aber... Er kann es nicht. Also, so. Wir suchen gerade das Haus im Norden mit den zwei Türen. Das hast du sehr gut zusammengefasst, mein Freund. Ein Fischer. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich 10 pro... Nein, verpiss dich. Ja, es macht vielleicht einen großen Spaß, aber ich habe gerade für den Moment kein Money. Du hast im Moment gerade kein Money dafür? Nee, deswegen gehe ich zu dieser Tante. Gehst du zu der Tante? Ja, ich gehe zu der Tante. Zauberwald. Genau, das ist der Zauberwald. Zauberwald. Das ist dem tatsächlich auch das Wichtige in dem Part. Der Zauberwald. Der krasse, krasse, böse Zauberwald. Aber ich suche das Haus im Norden. Ich weiß gar nicht, wo das Haus im Norden ist. Ich glaube nicht, dass es im Zauberwald ist. Du musst aber tatsächlich erstmal, glaube ich, in den Zauberwald gehen. Ich glaube aber nicht. Aber da geht die Story, glaube ich, weiter, bis es alles toll ist. Ich bin reingefallen in den Boden. Ach, so wieder bist du fest irgendwo. Das ist gut, dass du da reingefallen bist. Ja, und du hast ein Herz. Oh, perfekt. Das heißt, wenn du mal einen Gegner hast und ein bisschen auf der Recken bist, kannst du das einsetzen. Das ist doch. Ich glaube, es ist ganz gut eigentlich. Ne? Herzteil. Ja, bald habe ich so 4 Herzteile, das freut mich. Ja, aber er hat gesagt im Norden, im Norden. Im Norden. Das da? Das da? Vielleicht im Norden. Was machst du da? Uns aus. Bonjour, mein kleiner Gut. Nee, du nicht anscheinend. Ja, was wie wo? Das ist nicht Zelda. Das wissen wir ab jetzt. Das ist eine Fake-Zelda. Oh, voll. Das ist das Haus mit den zwei Türen. Schau mal. Oh, richtig, das hast du sehr gut erkannt. Sollten wir jetzt mit ihm ein französischer Akzent reden? Wieso gefällt er mir mit französischer Akzent? Ja, er kann französischer Akzent, ich kann es nicht. Oder ganz mit französisch. Französisch. Ah. Oh ja. Ja, die stöhnt rum. Ah. Ganz genau so stöhnt die echt, auch. Echt jetzt? Ich will doch keine Schleife. Das ist doch Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Ach, Bilbo, wieso hast du dein Schloss Yoshi getauscht? Weil das Baby, das war so süß und das wollte eine kleine Yoshi-Puppe. Aber die schöne Yoshi-Puppe, Alter. Ja, juckt doch niemanden. Wie kannst du den... Schau mal den Vater an, wie... Was sollst du sagen? Wolltest du was gegen den Vater sagen? Der heißt Papal. Papal. Ich kann sie sehr gut vorlesen. Hast du meine Vierlinge? Vierlinge? Ja, der hat nämlich ganz schön viel. Schau mal. Der hat ganz viel Spaß im Bett, ne? Sagen wir so. Ich bin Papal. Was? Ich soll jetzt die Vierlinge suchen? Ja, da hat er viel Spaß dabei, ne? Hey, du da. Frage, wo sind die Vierlinge? Oh, sind Labyrinthen. In Labyrinthen kannst du nicht speichern. Auch noch zu klein. Oh, das ist kritisch. Ja, weil das Spiel macht doch soweit Spaß, ne? Nö. Hauptsache, er sagt einfach mal nö. Nö. Also, dir macht's keinen Spaß, soll man das festhalten? Ja, ich finde das Spiel für den Moment richtig scheiße, ich hab noch nie so ein Scheißspiel gesehen. Ja, ja, er lügt. Er sagt immer für den Moment. Aber das ist kein Deutsch. Seit wann ist das kein Deutsch? Man sagt nicht für den Moment.
Was sagt man dann? Ja, was willst du nur sagen? Im Moment heißt es. So. Im Moment finde ich das Spiel scheiße. Seid ihr Vierlinge? Nee, ihr seid keine. Das sind zwei Leute, nur mal so zum Zählen. Ach so. Fuck. Ja, aber zwei. Ja, aber zwei. Ah, oh, ich komme mit der Steuerung echt nicht klar. Aber zwei ist was anderes wie vier. Ich gehe einfach in den Zauberwald, ist mir egal. Ja, du wirst die bestimmt noch irgendwann jetzt finden. Jetzt kommt dieselbe Musik. Du hast doch. Ist das nicht laut genug bei dir? Du musst aber einstellen, hinaus, aber mir wird sonst aber viel zu laut. Lauter. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Nope. Ist das laut? Es geht so. Heißt das ein Schwein? Voll hat das Ding gerade gerüpst. Ah nein, das ist ein bisschen zu groß irgendwie. Machen wir es mal so. Ja, ich bin multitasking-fähig. Ich mach währenddessen einen Part auf dem Waschbär. Ist das süß. Das haben wir auch im Trailer gesehen. Den Waschbär. Richtig. Ja, Waschbär. Und auch in meiner Demo, aber viel weiter bin ich da nicht mehr gekommen. Der Waschbär, der ist eine fiese Map. Der ist eine fiese Map, der bringt einen auf falsche Wege. Oh. Ein Blobs. Ich nenne das ein Blobs. Was ist ein Blobs? Ein Blobs eben. Findest du keine Blobs? Nee. Was ist ein Blobs? Also ich komme jetzt, langsam verstehe ich die Steuerung. Das gefällt mir. Aber es ist schöner. Und ich weiß auch jetzt, wie man kämpft, so. Das ist sehr wichtig. Oh, schau mal! Das war voll süß gerade eben. Ich bin stolz auf dich. Mit Y-Sprung hat man. So. Blups. Blups, blups. Blups, blups. David. Ja. Welches der vier Löcher? Ich würde das oben nehmen. Ich gehe dann oben. Aber die sind doch alles mies, oder nicht? Geht die nicht. Ja, du warst so, eigentlich muss man gar keins gehen. Du hast jetzt komplett Leben verschwendet. Ne, hab ich nicht. Schau mal, ich bin wieder voll live. Oh, eine große Fee. Also, ja, Breath of the Wild ist geh so hin, spress sie an, die macht geilen Song. Außerdem, ich glaube auch, du zu kannst dem Thema im letzten Video. San, du kannst sehr hoch pressen. Du sprichst bitte die Fee. Dir geht hier noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Ah, die singt dann immer so schön. Also der Soundtrack ist sehr schön, meine ich. Ja, zur Frage im letzten Video. Warum das wahrscheinlich weniger spielen als Breath of the Wild? Ich glaube auch noch dazu, weil es in 2D ist, anstatt in 3D eben. Breath of the Wild. Ich habe eine Schutzeichel erhalten. Sie reduziert Schaden, den du erleidest, um die Hälfte. Ciao. Du hast einen Teil der Macht erhalten. What? Das heißt Triforce. Als ob ich jetzt eine Triforce schon habe. Ein Teil vom Triforce. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Wie oft bist du noch an irgendwelche Löcher reinfallen? Ich wollte das ausnutzen, solange du das hast, ne? Was denn? Das ist voll gecheatet. Ja, das Ding ist Power, es weiß. Das sag ich ja. Schau mal. Ich wollte das ausnutzen. Was geht, ist irgendwann weg? Glaub schon. Es bleibt dir nicht immer und ewig. Oh oh. Also dieser Dax ist sehr kritisch. Das ist ein Waschbär. Sag es ja. Du wirst dich verlaufen, ich sorge dafür. Hehe, verlaufen. Sag es ja, der ist Oh nein, ich habe keine Triforce mehr. Die Triforce geht echt weg. Sag es doch die ganze Zeit. Schau mal, das ist die Karte. Das ist die ganze Karte da. Okay.
Krass. Ah, das ist schade, jetzt dass Zelda, die FIFAs irgendwann weggeht. Zelda von downloaden. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Treeforce irgendwann weggeht. Aber erstmal, sorry, bitte kurz in die Kamera. Hi. Jetzt, was heißt denn nochmal? Das nicht. Lächeln. Gut, das nehmen wir. Schau mal, wie ich einfach spam klicke. Machst du sehr, sehr gut. Du kleiner! Jetzt stirbst du. Jetzt geht's wieder los hier. Der braucht ein bisschen, bis er stirbt. Dieses AIDS-Geräusch. Na, das ist doch kein AIDS-Geräusch. Mann! Komm einfach her! So, perfekt. Passt mir. Die Schweine machen einen sehr interessanten Soundtrack, ne? Die immer so, die hören dich an wie du. Okay. Ja, einfach nur so, okay. Aber was ist das da? Ist etwas, was böse ist. Das ist eine Gurke. Und dass man nicht doppelt das reingehen sollte. Ich hab eine Gurke gerade fast gekillt. Jo, jetzt hast du. Oh, jetzt kommt wieder die Musik. Ja, ich weiß, die ist so geil, ne? Und er läuft schon wieder da rein. Ich könnte mich im Grab umdrehen. Wer ist tot? Ich würde mich jetzt im Grab umdrehen. Da lacht er. Erstes Game Over! Wirklich? Nee. Was denn? Sag mal, wie findest du das erste Thumbnail? Ehrliche Meinung. Ja, es gefällt mir. Wie gefällt es? Ich glaube, das, ja, das ist doch ganz geil. Und auch mit dem Weiß hier. Aber, ne? Aber das ist dann gar nicht besiegbar. Perfekt. Was passiert, wenn man da reingeht? Dann verreckst du directly. Wir sind's alle. Den Pilz im Wald und mach den fix einen Zaubermix. Wie weicht man eigentlich den Löchern aus? Ich glaube, das geht einfach nicht. Indem man ihn ausweicht. Die Gurke. Ich hätte gern was anderes gesagt, aber das glaube ich darf ich einfach nicht. Hast du sehr gut erkannt, dass du das nicht darfst. Warum? Nein, das sieht nicht aus wie ein männliches Geschlechtsteil. Was willst du von mir? Trink mal was von deiner Cola. Ich sehe noch komplett AFK rum. Ja, ich trinke, wann ich möchte. Aber gerade habe ich mich echt verwirrt, dieser kleine Waschbär. Ja, der ist ganz böse, der kleine Waschbär. Mann, ihr Bloppies, schau mal diese Bloppies an. Wie euch im ersten Part vielleicht schon aufgefallen sind, wir haben einen neuen Thumbnail-Stil. Uwu. Denke ich mir auch immer. Du! Ich hab keinen Bock mehr auf ihn. Er nervt echt mit seinem... So, fertig, ciao. Kannst mich mal. Nein, das sah eher aus so wie... Nach... Ja. Das sah echt danach aus, finde ich. Ja. Oh, das war gerade schön. Einfach so perfekten Moment. Der Waschbär ist wieder da. Der Waschbär ist echt wieder da. Er ist wieder da. Du wirst dich verlaufen, aber was? Ich kann man den nicht umbringen, den so ein Waschbär. Nee. Aber dann kann ich ja nie dadurch eigentlich. Ich bin gerade relativ angepisst. Aber nur relativ, ne? Da, und da gibt es einen Weg da oben. Hast du sehr gut erkannt.
Seit wann ist da hier offen? Okay. Oh, Fledermaus. Ciao. Oh, der Geräusch. Oh, der Geräusch. Oh. Das Geräusch. Hä? Das Geräusch? Ja, es heißt das Geräusch und nicht der Geräusch. Okay. Hast du bis jetzt immer der Geräusch gesagt? Ja. Uff. Man merkt, dass er Franzose ist. Aber ich sag's auch immer, deutsche Sprache ist schwere Sprache. Das ist tatsächlich so. Man denkt erstmal, ein leichtes Beispiel. Oh, schau mal, was hier. Man sagt zum Beispiel, heute Abend gehe ich in die Kneipe. Sagst du deinem Kumpel so, heute Abend gehst in die Kneipe. So, bist du in der Kneipe? Was sagst du dann? Ich sitze in der Kneipe. Nächste, da wechselt der Artikel. Ja, das ist. Da gebe ich diesen Rest. Ich echt nicht durch. Durchaus deutsche Sprache, manchmal schwere Sprache. Deutsche Sprache, schlechte Sprache. So. Der erste Part wird übrigens heute um 20 Uhr als Premiere. Na, egal, machen wir 20.05 Uhr. Das ist legendär. Für die ist es dann schon längst raus, also. Ja, ich weiß, das ist längst draußen. So, ich meine, das ist der erste, zweite Part, den wir aufnehmen. Das sind vielleicht noch nicht so viele. Ich kann eben blocken. Okay. Schau mal, ich mach. Kleiner Huren. Ja, der Waschbär ist nicht sehr sympathisch, da gibt es dir. Für den Moment hasse ich ihn so sehr. Ich weiß einfach gerade nicht weiter. Im Moment hasse ich den so sehr. Ich helfe dir nur Deutsch zu lernen. Nein, Scherz. So. Mal. Ich habe große rote Augen. Trifos. Uff. Jetzt weiß ich, wie Trifos funktioniert. Nein. So. Warte, komm in die in der PN. Hast du gut gemacht? Aber ich weiß einfach gerade eben nicht weiter. Das ist ja big problem. Ja. Das schon mal findest du nicht, dass es das wie aussieht, was ich dir vorher gesagt habe? Ein bisschen so, ne? Hast du Rest. So, wo es weitergeht, das sehen wir erst im nächsten Part, liebe Leute. Ja. Ich sage herzlichen Dank fürs Hochschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bye-bye. Und ciao. Jetzt warte.